geht immer. Übertreiben Sie aber, Herr Zerfass. Aber ist doch wahr. Seit 3 Tagen sitzt diese Hyäne vom Finanzamt in meinem Laden und dreht jeden einzelnen Beleg um. Ich wollte, ich hätte den ganzen Laden angesteckt. Ist aber gut. Sie haben eine Steuerprüfung. Haben wir alle mal gehabt. Reißt Ihnen doch keiner den Kopf ab. Das wäre doch das Wenigste. Guten Morgen, Herr Zerfass. Guten Morgen. Na, Sie kommen wohl überhaupt nicht über Ihre Steuergeschichte hinweg. Davon haben Sie uns doch letzte Nacht schon alles lang und breit erzählt. Sogar so lange, dass Sie hier bei uns übernachtet haben. Entschuldigen Sie, Monika, wenn ich Ihnen Umstände gemacht habe, aber ich musste mal mit jemandem reden. Dieser Drache, der in meiner Firma sitzt und in sämtlichen Schubladen kramt, nur um etwas zu finden, was man gegen mich verwenden kann, bringt mich noch um den Verstand. Herr Zerfass hat noch einen wichtigen Termin in Bernkastel, aber ich bin sicher, er kommt sofort danach hierher. Wenn er kommt, sagen Sie ihm bitte, ich müsste ihn sprechen. Ich habe noch ein paar Fragen. Gern, Frau Nähe. Ich sage ihm Bescheid. Soll ich Ihnen einen Kaffee machen? Das wäre nett. Ich bringe ihn sofort rüber. Ja. Da bist du ja. Danke. Ich brauche dringend Ludwig. Die Steuerprüferin will ihn sprechen. Ich habe ihn heute noch nicht gesehen. Ja, zu Hause ist er auch nicht. Na, dann weiß ich schon, wo ich ihn finde. So, ich gehe dann. Wird es heute wieder später? Ich glaube schon. Warum fragst du? Ich wollte mit Monika nach Koblenz fahren. Ich muss am Nachmittag die Zugmaschine in die Werkstatt bringen. Vor 6 bin ich bestimmt nicht wieder da. Bis dahin bin ich sicher zurück. Ja, und Martin? Nimm mich mit. Ja, aber ich dachte, du wolltest neue Etiketten entwerfen. Oh, das hat ja noch Zeit. Ich mag nicht immer nur allein hier rumsitzen. Es ist so langweilig, wenn ihr alle weg seid. Wollen wir nicht mal wieder ins Kino gehen? Bei der vielen Arbeit im Frühjahr. Aber sobald wir mit dem Binden fertig sind, okay? Das sagst du jedes Mal. Irgendwas ist doch immer. Na ja, dann geh doch mit Monika ins Kino. Und Martin, gebe ich an der Kasse ab, ja? Nun komm schon, Ludwig. In die Firma kriegst du mich nicht. Kannst du dich am Kopf stellen? Wie du willst. Und was soll ich der Steuertante sagen? Ist mir doch egal. Sag, ich hab Grippe oder Schwindelanfälle. Vielen Dank, Monika. Schon gut. Wiedersehen. Ciao. Wiedersehen. Wiedersehen, Gunther. Wiedersehen. Also, weißt du, Karl, bei aller Liebe, das hätte ja wirklich nicht sein müssen, oder? Sich die halbe Nacht um die Ohren schlagen und dann morgen noch mal das ganze Palaver. Ja, was sollte ich denn machen? Ach. Schließlich ist er unser Gast, und zwar der Beste. Ich kann ihn doch nicht einfach vor die Tür setzen. Außerdem hat er mir leid getan. Ich dachte, wir wollten nach Koblenz fahren. Ja, fahr du mal mit Michelle alleine. Ich bin doch bei euren Damengrenzen eh nur im Weg. Ja, was willst du machen? Dreimal darfst du raten. Otto, geht's noch? Geht immer. Ich meine das Binden. Das sowieso.
Schauen Sie mal, was ich hier gefunden habe. Was ist denn das? Was ist das? Gold! Ach, Gold? Ja, von dem Schatz, den Sie 45 hier vergraben haben. Ach du lieber Gott. Schon wieder dieser Blödsinn. Alter, das ist kein Blödsinn. Aber natürlich. Wir haben doch schon als Kinder danach gegraben und nichts gefunden. Weil auch nichts zu finden war. Und was ist das? Was ist denn das Ding hier? Na, das werde ich dir gerade auf die Nase binden. Ach, Blödsinn. Wir werden ja sehen. Jeder weiß, dass unsere Weingärten von alten Stollen durchzogen sind. Sie haben das Zeug hier versteckt und die Eingänge gesprengt. Aber das Hochwasser spült es wieder raus. Ja, ja. Und der Wein spült es wieder rein. Steck deinen Goldzahn weg und geh wieder an die Arbeit. Ihr werdet euch noch umschauen. Eines Tages bricht hier der Wohlstand aus. Aber ich hab's ja immer gesagt und keiner will mir's glauben. Guten Tag, Mr. Zerfass. Nein, das tut mir leid. Die sind alle weg. Ja, aber hier ist doch das Weingut Zerfass. Ja, das ist schon richtig. Fein. Ach, Sie kommen, um Wein zu probieren? Genau. Ach, tut mir leid, können Sie nicht heute Nachmittag noch mal vorbeischauen? Die sind alle im Weinberg. Heute Nachmittag setze ich bereits im Flugzeug. Großartig vorstellen brauche ich euch ja nicht. Was zu tun ist, gehst du mit mir. Guten Tag. Hallo, Gunther. Ich muss mich nämlich wieder um diese Frau näher kümmern. Wir haben nämlich seit ein paar Tagen das Finanzamt im Haus. Steuerprüfung. Genau. Na, herzliches Beileid. Danke. Wie es aussieht, werden wir es überleben. Na, hoffentlich. Ich würde vorschlagen, ihr holt unten aus dem Lager den Schreibtisch vom Faber. Ein bisschen enger wird's wohl werden, aber durch die Enge kommt man sich näher. Die Büdinger sollen noch ein zweites Telefon besorgen. Da, Hermann, wenn du irgendwelche Fragen hast, Gunther weiß Bescheid. Und heute Abend reden wir weiter über die Wohnung. Also, vertragt euch. So, da bist du also. Ja, da bin ich. So, da bin ich wieder. Entschuldigen Sie vielmals, aber das war mein Sohn, Hermann. So? Habe erst vor kurzem erfahren, dass ich überhaupt einen habe. Aha. Ja, das sind so die kleinen Überraschungen im Leben. Kommt plötzlich ein Bursche an und sagt, hallo, Papa. Damit muss man sich erst einmal abfinden. Oh, darf ich Ihnen etwas zu trinken anbieten? Nein, vielen Dank. Seine Mutter und ich haben uns damals auf einer Weinkirmes kennengelernt. Na, man war jung und leichtsinnig. Sie wissen ja, wieso das ist. Und dann war er plötzlich da. Hat Weinbau studiert, findet aber keinen Job. Man muss der Vater natürlich herhalten. Habe ihn natürlich sofort eingestellt. Mal sehen, wie er sich entwickelt. Na, und Sie? Sind Sie durch den Zahlensalat durchgestiegen? Einfach was nicht, Herr Zerfers. Besonders das letzte Jahr ist sehr unübersichtlich. Das müssen Sie bitte entschuldigen, aber der Faber, mein Buchhalter, hat mich sitzen gelassen. Und die Büdinger, meine Sekretärin, die steht mit den Zahlen auf Kriegsfuß. Deswegen habe ich auch um eine Verschiebung der Prüfung angesucht. Ich habe selber versucht, Ordnung in die Sache zu bringen, aber... Sie sollten vielleicht einen neuen Buchhalter einstellen. Das ist das Nächste, was ich machen werde. An allem ist der Faber schuld. Aber wenn Sie das nächste Mal wiederkommen, ist schon alles... Ach, ich's vergesse. Ich habe für Sie eine kleine Kollektion von Spitzenweinen zusammengestellt, nur so zum Kosten. Das darf ich leider nicht annehmen. Aber ist doch nur eine Weinprobe. Völlig ohne Wert.
Das ist sehr nett gemeint, aber wir haben da ganz strenge Vorschriften. Schade. Wollen Sie mal sehen? Also, Herr Zerfers, ich habe hier in Ihren Unterlagen einige Unreinheiten gefunden, in nicht unerheblicher Größenordnung. Zum Beispiel... Was Sie meinen, die 80.000 Mark? Bitte? Ja, das ist ein persönliches Darlehen meiner Schwägerin, Hanna Zerfers. Sie werden sich sicher wundern, warum da noch keine Rückzahlungen geflossen sind. Aber bei der Finanzlage in der Firma in den letzten Jahren war ich dazu leider noch nicht in der Lage. Das habe ich gesehen, darum geht es mir nicht. Haben Sie schon was gegessen? Ich würde Sie gerne in den Anker einladen. Glänzende Küche, beste in der ganzen Gegend. Was halten Sie davon? Da Sie gerade davon sprechen, Herr Zerfers, mir sind unter anderem Ihre hohen Bewirtungskosten aufgefallen. Sie haben ja fast täglich Kunden eingeladen. Vorwiegend im selben Lokal, diesem Anker. Ja, das ist das einzige Restaurant in der Gegend, wohin man jemanden einladen kann. Da Sie nicht verheiratet sind, muss ich davon ausgehen, dass diese Kosten einen erheblichen Eigenanteil enthalten. Ich werde Ihnen 30% Privatanteile streichen müssen. Außerdem habe ich hier ein paar Kontrollmitteilungen von Kollegen, aus denen hervorgeht, dass Sie erhebliche Provisionen erhalten haben, deren Eingänge ich aber in Ihren Büchern nicht finden kann. Provisionen? Mhm. Aus Vermittlungen von Weingeschäften. Was meinen Sie damit? Gehört Kommissionärsarbeit auch zu Ihrem Geschäftsbereich? Ja, eigentlich nicht. Natürlich gibt man schon manchmal einen Tipp, wenn man weiß, der eine will was loswerden und der andere braucht's. Aber im Allgemeinen? Ich habe hier Provisionszahlungen in Höhe von 12.000 Mark, die Sie erhalten haben sollen. Das sind ja keine unerheblichen Beträge, nicht? Das kann man wohl sagen. Mhm. Erinnern Sie sich daran? Ich und Provisionen? Ja, wenn Sie mich so direkt fragen. Nein, ich kann über Frau Bütiger fragen. Nein, nein, Herr Zerfers, lassen Sie mal. Ich nehme mir die Akten noch mal mit und bespreche alles mit meinem Chef. In der Schlussbesprechung werden Sie dann Gelegenheit haben, sich zu den Feststellungen der Betriebsprüfung zu äußern. Nach Anhörung lassen wir Ihnen neue Steuerbescheide zukommen. Wiedersehen, Herr Zerfers. Ja. Wiedersehen. Hoffentlich passt das Ding überhaupt rein. Eigentlich habe ich gedacht, du kriegst ein eigenes Büro. Wäre mir ehrlich gesagt auch lieber. Hätte ihr das Büro vom Faber geben können. Der Ludwig wird sich schon irgendwas dabei gedacht haben. Ich soll ja was von dir lernen. Hast du denn schon eine Wohnung? Noch nicht. Ludwig meinte, ich könnte erst mal bei ihm wohnen, bis ich was Passendes gefunden habe. Wo denn da? Keine Ahnung, ich war ja noch nicht da. Wohnst du nicht auch bei ihm? Ja, eben. Vorsicht. Mist. Wo haben Sie eigentlich das Etikett her? Oh, vorgestern war ich in einem Gasthaus und habe diese hervorragende Wein getrunken. Und jetzt? Wollen Sie ein paar Flaschen mit nach Amerika nehmen? Ja, heute war ich in der Nähe und dachte, ich schaue mir an, wo diese fantastisch wunderbare Wein wieder war. Und Sie? Trinken Sie nicht? Na, ich muss noch arbeiten. Na, das müssen wir alle. Und ich habe gedacht, dass die Menschen hier an der Mosel sind so gastfreundlich. Na gut, überredet. Das ist er. Wie viele Flaschen haben Sie denn? Mehr, als Sie zollfrei mit ins Flugzeug nehmen können. Denn den Rest müssen Sie mir nachschicken. Ich finde es schön, dass wir uns jetzt jeden Montag treffen. Da hätten wir schon viel früher drauf kommen können. Ich habe auch immer jemand gesucht, mit dem ich was unternehmen kann. Und ich habe geglaubt, du hast von morgens bis abend in deinem Restaurant zu tun. Habe ich auch. Außer montags. Da hinten ist eine Boutique. Die hat ganz verrückte Sachen. Komm. Aber wenn du Lust hast, können wir auch mal zu meinem Vater nach Frankreich fahren. Gern, euer Schloss wollte ich schon immer mal sehen. Und mein Vater wird sich bestimmt freuen, dich kennenzulernen. Da ist es! Wie findest du die Jacke? Willst du unter die Rocker gehen? Na, warum nicht? Was meinst du, wie die Leute gucken werden, wenn ich damit durch den Ort laufe? Das gibt einen Auflauf. Dann ist endlich mal was los. Was heißt das bei euch, wenn man etwas kauft, weil man ein bisschen traurig ist? Du meinst Frustkauf?
Jetzt mache ich einen Frühstück. Verzeihung. Was ist das? Moselschlamm. Moselschlamm? Bei Hochwasser laufen hier die Keller voll Wasser. Und der Schlamm bleibt dann in Flaschen hängen. Aber keine Sorge, Ihre Flaschen werden natürlich sauber gemacht. Nein, bloß nicht. Ich will die Flaschen so haben. Das ist doch überhaupt die Idee. Warten Sie, ich mache eine Foto. Sehr original. Wir Amerikaner lieben so etwas. Viele haben ja wie ich Vorfahren aus diesem Land. Und wenn wir Wein trinken wollen, ein bisschen Erde aus good old Germany an der Flasche geklebt ist, ja, spielen ein paar Dollar mehr keine Rolle, ne? Wenn Sie meinen, Mr. Miller, wenn Sie unbedingt Flaschen mit Schlamm haben wollen, dann kriegen Sie auch welche mit Schlamm. Aber wie gesagt, unter Vorbehalt. Also mir wäre es wirklich lieber, Sie würden heute Nachmittag mit Frau Zervas drüber reden. Keine Zeit. Ich nehme die Preisliste und wenn es Differenzen gibt, dann rufen Sie mich an. Hier, meine Karte. Am 26. bin ich wieder da und lasse die Lieferung abholen. Dankeschön. Also, Mr. Janitsch, Prost. Auf Ihr Wohl, Mr. Miller. Prost. Moselschlamm. Wonderful. Mein Leben hat sich sehr verändert, seit Martin hier ist. Das glaube ich. Ja, so wie du früher gelebt hast, ist Moselbrück doch eine ziemliche Umstellung. Oh ja. Ich habe mir einiges anders vorgestellt. Vielleicht war ich zu naiv. Wir waren so schrecklich verliebt, dann kam die Kleine. Ich hatte gar keine Zeit zum Nachdenken. Jetzt ist genau umgekehrt. Jetzt habe ich viel zu viel Zeit. Martin arbeitet den ganzen Tag, kommt abends müde nach Hause. Vielleicht stelle ich auch zu hohe Ansprüche. Ach, ich weiß es nicht. Ich bin im Moment ganz durcheinander. Hast du schon mal mit Martin darüber gesprochen? Ja. Oh, nein, vielleicht nicht ausführlich genug. Ich will nicht problematisch sein. Außerdem, Martin mag das nicht. Das hat doch gar nichts mit problematisch zu tun. Ihr müsst darüber reden. Karl und ich haben auch mal eine Zeit lang aneinander vorbeigelebt. Ich kann dir gar nicht sagen, was ich da für einen Blödsinn gemacht habe. Aber dann haben wir uns ausgesprochen und seitdem läuft's prima. Ich weiß, du hast recht, aber für Martin bin ich immer noch die Prinzessin auf der Erbse. Vom Vater verwöhnt. Ich habe Angst, ihm zu sagen, ich langweile mich. Dann denkt er gleich, ich langweile mich mit ihm. Vielleicht solltest du dir über deine eigenen Gefühle erst mal klar werden. Dich erst mal selbst erforschen. Und wenn du dann weißt, was dir genau fehlt und was du wirklich willst, dann würde ich mir den Martin schnappen und einfach losfahren. Ohne Kind und Anhang. Dann habt ihr auch mal die Ruhe, euch richtig auszusprechen. Aber wann sollen wir denn das machen? Er hat doch so wenig Zeit. Dann muss er sich die Zeit einfach mal nehmen. Du bist wichtiger. Das sagst du doch einfach. Wie viel? 7000 Flaschen? Das glaube ich nicht. Ich habe auch erst gedacht, ich verstehe nicht richtig. Aber er macht den ganz seriösen Eindruck. Bisschen verrückt vielleicht, wie die Amerikaner eben so manchmal sind. Er vertritt eine Hotelkette in den Staaten. Hier ist seine Karte. Roland F. Miller, Vizepräsident, Crystal Palace Corporation, Houston, Texas. Martin, kommst du mal? Ja, sofort. Also, Werner, ich weiß nicht. Ja, was sollte ich denn machen? Ihr wart nicht da und er wollte nicht warten. Ich mache dir ja gar keine Vorwürfe. Aber das Ganze klingt so... Ach, ich habe sowas schon mal erlebt. Ja, Hanna. Was ist denn? Schau mal, Werner hat einen Großkunden gehabt. 7000 Flaschen? Jetzt sag bloß, dass nicht mehr so viel da sind. Jetzt kommen Sie schon als Amerikaner. Roland F. Miller. Mhm. Sehr originell. Ich glaube, da bist du einem Witzbold aufgesessen. Wie viel hat er denn probiert? 2-3 Gläser. Was für Einfälle die Leute kommen. Deshalb habe ich ja recherchiert. Ja? Der Scheck, den er mir als Anzahlung dagelassen hat, ist gedeckt. 15.000 Deutschmark von der Frankfurter FX Bank. Vorsichtshalber habe ich da noch mal angerufen und mir die Deckung bestätigen lassen. Den Rest zahlt er am 26., wenn er die Lieferung abholt. Die Flasche für 11,20 Mark? Die Preise habe ich der Liste entnommen, die ich im Weinkeller fand. Und ihm gesagt, dass er bestimmt die Transportkosten übernehmen muss. Und keine Rabatt und kein Skonto? Danach hat er nicht gefragt. Ich habe natürlich alles unter Vorbehalt gemacht. Wenn irgendwelche Probleme auftauchen, sollen wir ihm einen Telex schicken. Also, Werner, ich glaube das einfach nicht. Tja. Gibt's bei euch eigentlich sowas wie eine
Verkaufsprovision. Und ob es die gibt. Wie viel Prozent wollen wir ihm geben? Ach, das regle ich schon. Da will ich auch schwer hoffen. Ach, übrigens, die Sache hat doch noch einen kleinen Haken. Habe ich mir doch gedacht. Was denn für einen? Mr. Miller besteht darauf, dass sämtliche Flaschen mit Moselschlamm überzogen sind. Was, Moselschlamm? So sind die Amerikaner. Der hat aber ganz schön zugelegt. Er hat einen gesunden Appetit. Aber wird nicht zu dick. Nach der Tabelle ist alles noch ganz normal. Ist doch alles nur Babyspeck. Auch Martine hat kräftig zugenommen. Die sollst du mal sehen. Eine richtig kleine Prinzessin. Warst du denn in letzter Zeit mal da? Ja, vor 3 Wochen. Aber seit Werner da ist, ist nicht mehr viel Platz für Besucher. Michelle hat mir Fotos geschickt. Ich brauche von Alexander neue. Ich habe doch ein Album von beiden angelegt. Ich gebe dir welche, wenn wir nach Hause kommen. Mhm. Süß. Und Hanna und Werner? Haben die beiden ernste Pläne? Frag mich nicht. Wünschen würde ich es ihr. Dieser Dr. Jentsch ist ein sehr feiner Mann. Intelligent, belesen, charmant. Obwohl der schon überall war. Also für Hanna ist er goldrichtig. Und du und dein Gundrum, wie sind eure Pläne? Das steht in den Sternen. Aha. Heiraten wollt ihr nicht? Vielleicht später. Er liebt Alexander. Er hat mir sehr geholfen. Ich bin ihm sehr dankbar. Und Martin, ruft der denn mal an? Er hat gestern gerade angerufen. Er möchte am Montag zu Alexanders Geburtstag kommen. Aber ich weiß nicht, ob das so gut ist. Warum? Naja, ich muss auf Guntram Rücksicht nehmen. Er sagt zwar, dass er nichts dagegen hat, aber... Ja, aber er kann doch Martin nicht verbieten, sein Kind zu sehen. Das tut er ja auch gar nicht. Im Gegenteil. Er fordert mich immer auf, nach Moselbrück zu fahren, damit es keine Entfremdung gibt zwischen Vater und Sohn. Aber um ehrlich zu sein, im Augenblick bin ich es, die das nicht will. Guntram ist so lieb zu Alexander. Da möchte ich ihn nicht verletzen. Ich muss ihn unbedingt mal kennenlernen. Wie wär's, wenn ich über Wochenende hier bleibe? Dann können wir alle zusammen Alexanders Geburtstag feiern. Ich weiß nicht, Elfriede. Ich habe im Moment sehr viel zu tun und hätte wenig Zeit für dich. Ja, um mich brauchst du dich überhaupt nicht zu kümmern. Ich nehme ein Hotelzimmer. Nicht wahr, Alexander? Du bist doch auch dafür, dass deine Oma noch ein bisschen bleibt. Dann gehen wir schön spazieren. Und deine Mutti kann schön ihre Sachen erledigen. Nein, wirklich, Elfriede. Lieber ein andermal. Sei mir nicht böse, aber Guntram hat sich doch gerade die neue Belegpraxis im Krankenhaus eingerichtet. Und ich helfe ihm stundenweise. Wir haben wirklich wahnsinnig viel zu tun. Ach, wie dumm von mir. Das habe ich ja ganz vergessen. Ich habe ja am Samstag eine Verabredung mit meinem Agenten. Der will mir neue Auftritte vermitteln. Na, siehst du. So, mein Schatz. Komm. Weinhandlung Zerfers, guten Tag. Ja, der ist da. Einen Moment. Fabian, guten Tag. Yes, hello, Mr. Ashito. How are you? Oh, thank you. So what do you think about my offer? Oh, that's nice to hear. No problem. Okay, 5,000 bottles. Please send a telefax with your order and we will deliver till the end of the month. Thanks for calling, Mr. Ashito. Bye bye. Du kannst mir gratulieren. Das war ein Typ von der japanischen Fluglinie in Frankfurt. Ich habe ihm mal ein paar Proben von uns geschickt. Sie wollen eine deutsche Woche machen auf ihren Flügen und es mit unserem Wein versuchen. Wie viel nehmen die denn? 5000 Flaschen an 0,187. So eine kleine Flasche? Haben wir doch gar nicht. Ja, da werden halt welche besorgt. Der ganze Aufwand für ein Fuder Wein. Bravo. Tolles Geschäft. Ah, noch nicht, aber es kann eins draus werden. Und außerdem ist es werbewirksam. Weinhandlung Ludwig Zerfers. Speziallieferant für Moselweine nach Japan. Mit 5000 kleinen Fläschchen. Ist doch egal. So haben wir wieder ein Wein im Japan-Geschäft. Und wenn eine kleine Flasche auf der Linie trinkt, kauft sich vielleicht auch eine große im Laden. Da wäre ich nicht so sicher. Eine Werbewoche auf einer Fluglinie. Kommt doch nichts bei rum. Von der Arbeit und den Kosten ganz zu schweigen für ein lumpiges Fuder. Glaube nicht, dass Ludwig das gut findet. Er hat mir freie Hand bis zu 1000 Litern gelassen. Das hat er aber anders gemeint. Das Ganze drumherum wird ja teurer als der Wein.
Du solltest keine Verträge abschließen, bevor wir das Angebot mit Ludwig abgesprochen haben. Ja, Chef. Weinhandlung Zerfass, Fabian, guten Tag. Moment. Für dich. Moselerde nach Amerika exportieren. Und wenn das kein Spiel ist. Es hält auch nicht mal bis Rotterdam. Wenn auf dem Transport die Kisten hin und her geschüttelt werden, dann ist der Zauber gleich wieder ab. Ja, dann gibt's nur die Möglichkeit, den Schlamm extra dazu zu liefern. Und Mr. Miller muss ihn dann in Amerika halt selber an die Flaschen bringen. Ja, mit Eiern macht man es doch genauso. Um den Anschein zu erwecken, Sie kämen frisch aus dem Stall, werden Sie vor dem Verkauf mit Hühnermist bespritzt. Sie müssen doch denken, wir haben sie nicht alle. Moselschlamm extra nach Amerika. Du, für 11,20 Mark die Flasche können die meinetwegen denken, was sie wollen. Ich finde die Idee gar nicht schlecht. Ich bin nur gespannt, wie Mr. Miller darauf reagiert. Los, Martin, nimm die Karre und hol Schlamm aus der Mosel. Wir liefern den dann in Dosen dazu. Ich hol doch keinen Schlamm aus der Mosel. Wenn mich dabei einer sieht... Dann sagst du ganz einfach, deine Mutter macht Fangopackungen. Früher haben wir den Wein getrunken, weil er geschmeckt hat. Heute zählt nur noch die Verpackung. Was drin ist, ist denen doch scheißegal. Otto, hör auf zu meckern. Von dem Geld kann ich mir endlich die neue Kelter leisten. Und eines Tages kommen sie und verlangen unseren Wein in Plastiktüten. Gibt's doch schon längst. Nicht nur in Kalifornien füllen sie Chablis in Kartons mit Plastikeinlage. Ach, vor Teufel, so einen Scheiß würde ich ja niemals trinken. So schlecht schmeckt er gar nicht. Aber für Ihren verwöhnten Gaumen ist das natürlich nichts. Absoluter Blödsinn. Das ist doch ein reines Zuschussgeschäft. Ich habe mal aufgerechnet, was uns das kosten würde. Etiketten, Flaschen, Verschlüsse, Kartons kosten schon fast 2000 Mark. Das Umstellen der Abfüllanlage konnte ich noch gar nicht berechnen. Und das ist der Löwenanteil. Wenn du meine Meinung hören willst, Ludwig, wir sollten die Finger davon lassen. Dieser kleine Scheiß ist nicht unser Geschäft. Hermann? Ich sehe das Ganze langfristiger, Vater. Der mittelständische Weinhandel ist im Umbruch. Wer es jetzt verpasst, sich auf internationalen Märkten zu orientieren, bleibt auf der Strecke. Die Konkurrenz auf dem europäischen Markt ist erdrückend. Wir sollten jede Möglichkeit nutzen, uns international zu etablieren. Frau Büdinger hat mir erzählt, dass du schon mal nach Japan verkauft hast, die Verbindung dann aber eingeschlafen ist. Dieses Geschäft kann ein neuer Anfang sein. Vom Geschäft ist ja da wohl nicht die Rede. Zugegeben, der Anfang ist ein bisschen aufwendig. Aber die Chancen, dass dem Kleinscheiß weitere Aufträge folgen, lohnen den Einsatz. Davon bin ich überzeugt. Und was die Kosten angeht, da habe ich eine ganz andere Rechnung. Ich bin nämlich nicht der Meinung, dass wir unsere Anlagen umstellen müssen. Sondern? Wir nehmen unseren Wein und lassen es dort machen, wo eine solche Anlage für kleine Flaschen bereits existiert. Bei Klausnitz zum Beispiel. Die werden gerade unseren Wein abfüllen. Sie werden. Für 15 Pfennig die Flasche. Ich habe schon mit Ihnen telefoniert. Das klingt doch noch was. Was kostet mich das unterm Strich? Pro Liter eine Mark weniger Gewinn. Wenn's reicht. Lass es mich versuchen, Vater. Ich bin sicher, wir kriegen einen großen Nachfolgeauftrag. Wir haben guten Wein, das ist immer noch das beste Verkaufsargument. Sollte ich Unrecht haben, kannst du mir den Verlust vom Gehalt abziehen. Das ist ein Wort. Darauf lasse ich mich ein. Sollte ich aber Recht behalten, will ich eine Provision. Abgemacht? Gut. Ja, du bist leider überstimmt, Gunther. Das habe ich mir schon fast gedacht. Für Alexander. Hab ich mir schon gedacht. Du weißt doch, dass ich zu seinem Geburtstag nach Stuttgart fahre? Ja, sicher. Du bist sowieso Montag mit Monika in Koblenz. Martin, ich muss mit dir reden. Ach, Michelle. Alexander hat Geburtstag. Ich fahre zu meinem Kind und nicht zu Angelika. Warum muss es jedes Mal, wenn der Name Alexander fällt, zu diesen Auseinandersetzungen kommen? Ich wollte über uns reden. Komischerweise fängst du immer bei solchen Gelegenheiten damit an. Das ist nicht wahr. Also bitte, was ist? Nichts.
Michelle! Eines Tages bricht hier der Reichtum aus. 40, 50, 60, 61, 62.000 Mark. Und ich habe meine 2% abgezogen. Ich hoffe, das ist korrekt. Ja, natürlich. Aber Sie hätten auch mit Scheck zahlen können. Bargeld lag, sagt man bei Ihnen. Und das ist mir lieber, als wenn Mr. Jenisch wieder meine Bank rebellisch macht. Entschuldigen Sie, ich habe mir Ihren Scheck lediglich bestätigen lassen. Sie brauchen sich nicht zu entschuldigen. Ich hätte das auch nicht anders gemacht. Tja, unser Company President ist ganz begeistert von der Moselschlamm-Idee. Wenn das gut ankommt, dann sehen wir uns bald wieder. Aber dann müssen wir nochmals über den Preis reden. Selbstverständlich. Bei einem Nachfolgegeschäft kann ich Ihnen ein großzügiges Konto einräumen. Well. Dann muss man den Daumen halten oder wie wir sagen in Amerika, keep your fingers crossed. So, ich will mal sehen, wie weit die Boys mit der Verladen sind. Bleiben Sie sitzen. Ich bin in dem Weg. Inzwischen können Sie mir das Begleitpapier fertig machen. Ach, die habe ich schon vorbereitet. Oh, great. Bitte schön. Fine, thank you very much, ma'am. Und bevor ich vergesse, hier ist der Prospekt zu unserem neuen Hotel in den Bahamas. Es heißt Paradise Island, der Name sagt alles. Es wird vielleicht eine Reise zur Silbernen Hochzeit? Wir sind gar nicht verheiratet. Das habe ich vergessen. Denn vielleicht zur Flitterwochen. Flitterwochen. Denken Sie mal nach. Unter den Palmen, Steeldrum klingen, trinken Sie Ihren Moselwein aus Schlammflaschen. Ist das nichts? Mhm. Yeah. Okay, well, thank you very much, folks. And like we say in America, see y'all. Wiedersehen. Wiedersehen. Komischer Kauz. Ich kann's noch gar nicht glauben. So viel Geld. Allmählich, das ist eine gute Partie. Ist sie brav? Ja. Ich hole sie gleich ab. Wir wollen noch ein bisschen Muskeln machen. Mhm. Ist gut. Wir haben morgen den schönsten Muskelkater. Ich glaube auch. Aber es tut gut. Hast du schon mit Martin gesprochen? Ich hab versucht. Und? Es ist nicht so einfach. Ich weiß nicht, ob ich mir alles nicht nur einbilde. Ich habe ein schönes Zuhause, einen Mann, der mich liebt, ein süßes Tochter. Und trotzdem stimmt was nicht. Was? Ich weiß nicht. Vielleicht habe ich einen Knall. Selbsterkenntnis ist der erste Weg zur Besserung. Vielleicht bin ich nur ein bisschen nervös, weil Martin bei Angelika ist. Bei Angelika?
Ja, Alexander hat heute seinen ersten Geburtstag und da ist Martin nach Stuttgart gefahren. Hast du Schiss, dass zwischen Angelika und ihm noch irgendwas ist? Nein, nein. Das ist vorbei. Ich bin viel zu selten hier. Tja. Die Zeit rast. Jetzt ist er schon ein Jahr alt. Ja. Möchtest du was trinken? Ja, ein Glas Wein. Mosel haben wir aber keinen. Wir trinken hier nur Württemberger. Na gut, zur Not. Na, mein Sohn? Weißt du noch, wer ich bin? Etwas schreckhaft. Entschuldige, aber machst du mal bitte auf? Wie geht's denn Martin? Gut. Danke, gut. Deine Mutter war letzte Woche hier. Hat sie gar nicht erzählt. Auf seinen Geburtstag. Hallo. Guten Tag. Guntram, du bist schon da? Ja, ich habe heute früher Schluss gemacht. Das ist Martin. Martin Zerfers. Guntram, freut mich. Guten Tag. Möchtest du auch einen Wein? Nein, danke. Alexander! Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Alexander. Schau mal, was ich dir mitgebracht habe. Widersetzen, Martin? Hm. Willst du gar nichts trinken? Ein Wasser vielleicht. Ich hol's dir. Schön, dass ich Sie mal kennenlerne. Gleichfalls. Hatten Sie in der Gegend zu tun oder sind Sie extra zu Alexanders Geburtstag gekommen? Zum Geburtstag. Alexander muss jetzt aber mal ins Bett. Ich mach das schon. So, Sohnemann, und jetzt geht's ab ins Heierbettchen. Hm? Ich gehe jetzt besser. Jetzt schon? Naja, ich muss ja noch zurückfahren. Wie du willst. Komm, ich begleite dich nach Hause. Ich rufe wieder an. Ja, tu das. Und vielen Dank für den Teddy. Angelika, ich wollte dir... Wie machen wir das? Was? Ich meine, die Unterhaltszahlungen für Alexander. Ich wollte dir eigentlich einen Scheck geben. Nein, bitte lass, Martin. Aber ich bin doch der Vater. Wir brauchen dein Geld nicht.
Aber du kannst Alexander ja ein Sparbuch einrichten. Für später. Wenn du meinst. Komm, Alexander, mach schon Winki-Winki. Tschüss. Tschüss. Schau mal, die Mama. Komm, wir gehen wieder rein. Kann ich dich denn nirgends telefonisch erreichen? Habe ich doch schon erklärt. Aber gibt es wirklich keine andere Möglichkeit? Nein. Der Verlag möchte gern, dass ich eine Reportage über Bohrtürme in der Nordsee mache. Und außerdem habe ich ein paar persönliche Dinge zu klären. Kai hat Probleme. Dein Sohn? Ja, ja. Bleib nicht so lange weg. Übermorgen bin ich wieder da. Na, so lange kann ich es gerade noch aushalten. Du, schön, dass es dich gibt. Irgendwas in der Richtung wollte ich auch gerade sagen. Immer dasselbe. Jedes Mal, wenn ich bei Alexander war, dann gibt es diese Missstimmung. Das hat damit nichts zu tun. Okay, okay. Dann versuch mir mal zu erklären, was du meinst. Warum bist du unglücklich? Ich weiß es nicht. Ich bin auch nicht unglücklich. Ich fühle mich nur nicht ganz wohl in meiner Haut. Was willst du damit sagen? Was mache ich verkehrt? Gar nichts. Es liegt vielleicht an mir. Können wir beide nicht mal allein irgendwo hinfahren, wo wir nur für uns sind? Monika meint, ein kleiner Urlaub würde uns ganz gut tun. So, Monika meint. Redest du jetzt mit dem ganzen Ort über uns? Nicht mit dem ganzen Ort. Monika ist meine Freundin. Ich habe ja sonst niemand hier. Und Monika glaubt, im Urlaub lässt sich alles klären. Es war nur so eine Idee. Michelle,
Im Moment ist an Urlaub nicht zu denken. Schade. Guten Tag, was kann ich für Sie tun? Guten Tag. Mein Name ist Ursula Jentsch. Ich möchte meinen Mann sprechen.